Und damit sind wir jetzt ja schon bei dem Thema, das euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Schauen wir mal sozusagen unter die Haube, nämlich zu den Akkus. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Diesmal möchte ich mit euch ein Fazit ziehen, und zwar zu meinen ersten 1000 Kilometer mit meinem kleinen neuen Elektroroller, den ich jetzt seit ungefähr 5-6 Wochen habe. Den möchte ich euch mal vorstellen und hoffe, dass ich euch damit ein paar Informationen und Tipps geben kann, wenn ihr vielleicht auch darüber nachdenkt, mit einem Elektroroller auf euch den Weg zu machen. Ja, bei mir war eigentlich die Kaufentscheidung für einen E-Roller dadurch beschleunigt, dass bei uns hier im Ort eine sehr wichtige Verbindung für mehrere Jahre gesperrt wird und man dort nur zu Fuß über eine Behelfsbrücke gehen kann. Es geht um eine Brücke über den Teltowkanal. Wer im Berliner Südwesten wohnt, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Jedenfalls mit dem Auto anstellen in den Stau auf der Umgehungsstraße, da hatte ich keine Lust. Ich bin sowieso schon immer unheimlich gerne Roller gefahren, also war für mich klar, jetzt ist Zeit gekommen für einen E-Roller, um die Strecke in einer vernünftigen Zeit auch nach wie vor zurücklegen zu können. Und ich habe mich entschieden für ein Modell vom Realverbrauchermarkt. Ja, also ich habe mich quasi für ein absolutes No-Name-Modell entschieden, nämlich für den eSwan von Green Street. Den zeige ich euch jetzt hier mal in so einem kurzen Schwenk rund um den Roller herum. Dieser Roller, den bin ich jetzt knapp 1000 Kilometer gefahren. Dieser Roller kostet 1500 Euro, war ein bisschen runtergesetzt und wird so ausgeliefert, wie ihr ihn hier seht. Heißt also auch mit den Top Case hinten drauf. Das zeige ich euch auch nochmal. Und wenn ich jetzt hier mal aufmache, Sekunde, da ist es, hier ist das Batteriefach drin, wird also geliefert mit einem Akku. Ihr seht, inzwischen ist hier schon ein zweiter Akku drin, komme ich gleich drauf. Also bei diesem Roller befindet sich der Akku hier also unter dem Sitz, kann auch rausgenommen werden, um ihn dann entsprechend zu laden. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es ist ein Zweisitzer-Roller. Wie bei allen Rollern üblich fährt er 45 km/h Höchstgeschwindigkeit nach Tacho 47 km/h. Wenn man auf diesem Roller zu zweit fahren möchte, dann kann man hier einmal draufdrücken und kann sowohl hier als auch auf der anderen Seite die Fußraster ausklappen, damit der Sozius hier seine Füße abstellen kann. Rollerfahrer wissen sowieso Bescheid, wo man als Fahrer seine Füße lässt, nämlich einfach hier. Ist man ein bisschen wetter- und ein bisschen windgeschützt, fährt sich ganz angenehm. Der Roller hat hier einen Helmhaken, um den Helm anhängen zu können. Und hier nochmal ein kleines Fach, um Kleinigkeiten wie ein Portemonnaie, ein Handy oder sonst irgendwas hier unterzubringen. Was natürlich cool wäre, wenn es hier einen USB-Anschluss gäbe, um das Handy zu laden, wenn man unterwegs ist, aber ist nicht. Okay, ansonsten gucken wir uns mal die andere Seite an. Von hier kann man jetzt mal die Bedienelemente sehen. Ich mache den Roller mal an. Dann könnt ihr sehen, hier, wir sind jetzt hier bei 982 Kilometer. Und ansonsten ist es ein ganz einfaches, aufgeräumtes Display. Man hat hier die Anzeige nicht für die Geschwindigkeit, sondern für die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors. Hier hat man die Geschwindigkeitsanzeige. Hier wird einem angezeigt, wie lange man unterwegs ist. Hier wird einem angezeigt zwei verschiedene Gänge, nämlich 2 ist sozusagen Höchstgeschwindigkeit und 1 ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert, wenn man also irgendwo mal fahren möchte und garantiert nicht über 30 fahren darf, zum Beispiel in einer Tempo 30 Zone, dann kann man diesen Gang einlegen und kann garantiert nicht geblitzt werden. Daneben befindet sich die Akkuanzeige, die ihr auch vom Elektroauto kennt. Diese Akkuanzeige gibt einen ungefähren Hinweis über den Füllstand des Akkus. Es ist nicht ganz genau, es nimmt nämlich relativ schnell ab beim Fahren. Darf man sich nicht irritieren lassen. Man kommt trotzdem, auch wenn man sich der Endreichweite nähert, problemlos auf die Höchstgeschwindigkeit. Ist überhaupt kein Problem. Und jetzt kommen wir mal hier zum Top Case. Das war nämlich auch für mich ein Grund, sich für diesen Roller zu entscheiden. Hier war nämlich von Hause aus schon ein Top Case mit bei. Und das finde ich auch sehr, sehr praktisch, so ein Top Case, weil in dem Top Case kann man verschiedene Dinge mit sich führen, die man halt wirklich immer braucht, wenn man unterwegs ist. Vielleicht auch mal eine längere Tour macht. Hier zum Beispiel das Ladegerät. Komme ich auch noch mal gleich drauf zu sprechen. Ich habe hier noch ein zweites Schloss mit, ein Handtuch mit. Der Roller hat einen Bosch-Motor eingebaut mit einer maximalen Leistung von 1200 Watt.
Das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich überlegt habe, reicht das jetzt? Reichen 1200 Watt für so einen Elektroroller, auch gerade wenn man mal zu zweit fahren will? Ich habe ein bisschen mit mir gekämpft, habe mich dann trotzdem dafür entschieden und kann jetzt im Nachhinein sagen, ja, 1200 Watt, das ist okay hier für den Berliner Süden, wo man keine Berge zu fahren hat, reicht das aus, auch wenn man zu zweit unterwegs ist, funktioniert problemlos. Ansonsten fährt sich der Roller ausgesprochen gut, er ist sehr wendig, er ist sehr leicht, man kann also wirklich mit diesem Roller ganz problemlos fahren. Meine Frau fährt damit, ich fahre damit, meine Tochter, mein Sohn fahren damit, das sind alles auch zum Teil etwas zartere Personen, die damit fahren, überhaupt kein Problem. Der Roller hat einen ganz normalen Ständer hier, auf dem das Gerät aufgebockt werden kann. Und dann gibt es auch noch einen Seitenständer hier. Wie sieht es mit der Reichweite aus? Die Reichweite mit einem Akku beträgt etwa 35 bis 40 Kilometer. Und damit sind wir jetzt ja schon bei dem Thema, das euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Schauen wir mal sozusagen unter die Haube, nämlich zu den Akkus. Also, das war hier für mich schon mal, und das ist auch ein Tipp vielleicht für euch, ein ganz wichtiges Argument, dass man die Akkus aus dem Roller rausnehmen kann. Man kann die hier also einfach aus diesem Fach, kann man den Akku herausnehmen und kann ihn jetzt mit in die Wohnung nehmen und dort mit dem Ladegerät an der Schuko-Steckdose laden. Und war für mich ganz, ganz wichtig, denn ich habe sicherlich öfters mal Situationen, wo ich mit der Reichweite nicht hinkomme und dann gerne den Akku ganz entspannt nachladen möchte. Außerdem ist das Nachladen gerade im Winter, im Warmen, sicherlich sehr angenehmer. Ich lasse mal den Akku jetzt hier draußen stehen. Der Roller wird ja mit einem Akku ausgeliefert. Ich habe mir dann nach relativ kurzer Zeit gleich noch einen zweiten Akku gekauft, damit ich immer hin und her tauschen kann und vor allem auch im Sommer einen Akku zu Hause tagsüber laden kann mit dem Strom aus der Solaranlage und dem zweiten fahre ich durch die Gegend. Ja, wird also wie gesagt mit einem Akku ausgeliefert. So ein Akku hat eine Kapazität von 1,2 Kilowattstunden. Das Ladegerät hat eine Ladeleistung von 300 Watt, das heißt, man braucht ungefähr 4 Stunden, um den Akku komplett zu laden. Der Akku hat auch selber nochmal hier eine Anzeige über den Ladezustand, um zu kontrollieren, wie voll oder leer ist denn jetzt das ganze Gerät. Vom Gewicht her, ich habe es nicht gemessen, aber ihr müsst mit ungefähr 4 Kilo rechnen für einen solchen Akku. Das schafft man also auch noch, wenn man ein paar Treppen nach oben gehen muss. Wer den Akku lieber laden möchte, während er eingebaut ist, der kann das auch hier vorne tun. Auch hier gibt es nochmal eine Schnittstelle, um das Ladegerät anzuschließen, um den Akku also auch im Fahrzeug zu laden. Dann müsst ihr von hier eben das Ladegerät irgendwo hinlegen und dann zur Steckdose stehen. Das ist halt außen ein bisschen blöde, wenn es mal regnet. Das sollte man halt nicht machen. Ich nehme den Akku also immer gerne rein zum Laden. Werfen wir nochmal einen schnellen Blick auf das Ladegerät selber. Das Ladegerät selber hat halt hier den bekannten Schuko-Stecker. Zieht knapp über 300 Watt, das heißt, man kann also auch problemlos, würde ich mal sagen, jetzt an jeder Steckdose das Gerät aufladen, ohne dass man Sorgen haben muss, dass irgendwo die Sicherung springt. Und hier habt ihr den Stecker zum Akku, hier ist ein Bajonettverschluss dran, damit verriegelt der Stecker im Akku und kann auch nicht versehentlich abgehen. Ihr habt schon gerade mitbekommen, ich habe mir ja noch einen zweiten Akku und auch noch ein zweites Ladegerät gekauft. Ja, habe dafür nochmal 500 Euro draufgelegt, also insgesamt 2000 Euro. Ich wollte einfach die Möglichkeit haben, ein zweites Ladegerät noch an einer weiteren Stelle deponieren zu können, um, falls es mal nötig ist, nicht ein Ladegerät von zu Hause mitnehmen zu müssen. Das war die Entscheidung dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich es brauche. Bisher hatte ich noch nicht den Zwang dazu, auf den zweiten Akku umzustecken. Aber naja, ich hatte ein gutes Angebot und habe dann zugegriffen. Man kann sagen, dass ungefähr, wenn man so 20 Kilometer ein wenig, sage ich mal, an Spritzigkeit verliert, was so das Anfahrverhalten angeht. Er braucht also einen Ticken länger, um auf die Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Erreicht die aber trotzdem problemlos. Ja, mich stört das jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Man hat sich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Ich hatte ja gesagt, dass die Akkuanzeige am Anfang relativ schnell runtergeht, aber stellt für mich jetzt so in der Praxis wirklich überhaupt kein Problem dar. Insbesondere muss ich sagen, dass das Rollerfahren ja sowieso wahnsinnig praktisch ist, gerade so im urbanen Umfeld, auch wenn man in die Stadt mal rein will. Man findet einfach überall einen Parkplatz. Man verliert keine Zeit für Parkplatzsuche. Man kann auch zu zweit mal in die Stadt reinfahren, wenn man ein bisschen shoppen will oder jemand Freunde besuchen will und braucht nicht extra irgendwo Geld für einen Parkplatz zu bezahlen. Also Fazit, ich bin total zufrieden. Ich empfehle euch das wirklich sehr, auch mal nachzudenken, ob so ein Elektroroller nicht vielleicht eine Alternative ist. Vielleicht noch ein Wort zu den Kosten.
Wie gesagt, die Anschaffungskosten 1500 Euro plus nochmal 500 Euro für Akku und zweites Ladegerät. So, und der Stromverbrauch dieses Rollers liegt bei ungefähr 30 Wattstunden pro Kilometer. Das heißt, wenn man das hochrechnet, kommt man auf ungefähr 90 Cent Stromkosten pro 100 Kilometer. Wenn man noch die Möglichkeit hat, vielleicht an einem Autostromtarif zu laden, dann kommt man sogar auf knappe 60 Cent pro 100 Kilometer. Ihr habt richtig verstanden, 60 bis 90 Cent pro 100 Kilometer. Das soll es erstmal sacken, das muss man erstmal verdauen, dass man so günstig unterwegs sein kann. Klar, mit dem Fahrrad oder mit dem Pedelec geht es natürlich noch günstiger. Also Daumen hoch für diesen Elektroroller, einfach so vom Realmarkt, keine Markenware, aber bisher macht er sich wirklich gut. Ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht. In den nächsten 1000, 2000, 3000 Kilometern werde euch davon auch noch ein bisschen berichten. Das soll es erstmal gewesen sein. Schönen Dank fürs Zugucken. Bitte abonniert unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wir so machen. Wenn ihr die Alarmglocke klickt, dann werdet ihr sogar informiert, wenn es von uns neue Videos gibt. Vielleicht das nächste Video zum nächsten E-Roller, wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt ciao.